So, geht nahtlos weiter mit dem reinsten Crusader Kings, meine Damen und Herren. Mit dem reinsten Crusader Kings, das wird eine Wahnsinnsfahrt. Nächste Runde rückwärts. Jawohl, und für alle, die sich heute eine Axt kaufen und zusammen mit uns London plündern gehen, die so ein Fischbrötchen obendrauf, ich sag euch was. Das letzte von 200 Mark. Als Ausgleich für die ganzen... Läuft. Ja? Ja. Okay, lieber Chat, notieren Sie, sind Notare im Chat. Hiermit werden jetzt... werden jetzt die Schulden getilgt. Es gibt eine Einmalzahlung von 200 Mark, das ist die Hälfte meines Vermögens, und danach gibt es Schuldenschnitt. Zack! Seid geehrt, Neffe, ihr und euer Haus möget gesegnet sein. Bitte nehmt dieses bescheidene Geschenk von 200 Mark an. Folgenende. Hat da gerade jemand geschrieben, dass er Masterarbeit schreibt? Ich schreibe momentan auch an meiner Masterarbeit tatsächlich. Oh nein, Sir Dobby nimmt 100 Goldmark für die Notargeschichten. Ganz ist schuldenfrei, das stimmt. Ah, leider kann ich mir immer nicht merken, wie die Folgen heißen. Ich vergesse das dann immer. Man kann den Autosave-Timer einstellen. Oh, das wäre natürlich mega schlau. Weißt du? Mega schlau. Ja, ist halbjährlich. Das ist leider, Ach, die hängen, die chillen jetzt bei dir. Aber die machen nichts, oder? Nö, mit mir sind die okay. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt nochmal verdreschen soll. Die laufen jetzt... Bei mir laufen die nicht. Doch, oh doch, sorry. Nach Westergautland. Das gehört dir. Hier. Von da laufen sie... nach Haaland. Das gehört einem neutralen Menschen, der bei uns einfach nur rumhängt. Wenn sie von da zu mir gehen, dann muss ich meine Truppen mal wieder... Ich verdresche die jetzt nochmal. Ich sehe das nicht ein. Oh, meine Vasallen sind sickig. Handkanten haben da Kolzdott hier. Braucht einen Vormund. Wer mag mich denn? Hier, Tapani. Kannst du haben, das geht. Ach, guck mal. Die dreschen sich jetzt mit wem anders auf dem Kopf. Die sehen da überhaupt kein Land. Oh, die Gilde war super. Ich habe mit der Gilde viel Spaß gehabt, im Multiplayer auch. In meinem alten Studentennebenjob, da habe ich... individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht, hieß das. Und ein Kunde von mir hat auch gerne gezockt und mit dem habe ich ganz viel die Gilde im Koop gespielt, also im lokalen Multiplayer gespielt. Das war sehr cool. So, jetzt gibt's aber hier... werden die Jungs hier mal vertrieben. Sehr schön. Krassel ist doch auch im Chat, oder? Ja, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass er jetzt Crusader Kings spielt. Krawalkati habe ich schon von meiner Masterarbeit erzählt. Wahrscheinlich bei Stardew Valley oder so, oder? Nee, die Gilde ist nicht von Paradox, das ist irgendein deutscher Entwickler sogar. Paradox sind doch sogar Skandinavier, oder? Nicht? Oder sind das. Keine Ahnung. So, jetzt ist das ja, das Problem ist, glaube ich, mit dem Plunderinos jetzt bald mal gelöst. Moment, ich habe einen Berg von Ereignissen bekommen. Ich bin krank. Okay, ist Pause, dann kann ich... Ja, mach ich kurz mein Fenster auf. Also, mein Sohn Axt ist sehr wenig, das finde ich gut. Überreden, wie geil der Sommer ist. Ja. Diese Aussage... Also, machst du kurz Päuschen hier und entertainst die Leute in diesem Klo. Ja. Ich würde so ein Bier deiner Wahl noch trinken. Ja. Schön. Ja. So. Wie arg richtig heißt, weiß ich nicht. Das ist das Dino-Spiel, oder? Habe ich ein bisschen zugeschaut. Da hat Franz mal eine 7-Tage-Sitzung gemacht. Zeit für ein Lied. Ich war so mit 15, 16 harter Schandmaul-Fan und die Streuner. Und die hatten auch ein paar Sachen, die hierauf gut passen, finde ich. Und es gibt ein paar gute Mittelalter-Songs, die auch gut funktionieren, gerade bei Plündern. Kennt ihr, wir sind des Geiers schwarze Haufen? Das ist auch so ein Ding.
Wir sind des Geiers schwarzer Haufen. Hey, ja, hey. So. Aber ich höre jetzt auf zu singen. Und zwar, wir gucken mal ein bisschen, was man noch an Möglichkeiten hat, die wir noch nicht ausgeschöpft haben. Wo ich ein bisschen min-maxen kann bei Franz. Franz hat hier immer noch seine armen, verrückten Leute rumstehen, die einfach am Nichts stehen geblieben sind, weil er sie vergessen hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr seid eine Armee von 54 Mann. Ihr stammt aus der heiligen Provinz Seeland, wo regelmäßig Pilgerfahrten stattfinden aus dem gesamten nordischen Glauben, also aus dieser ganzen grauen Region hier. Pilgern regelmäßig Leute zu euch. Ihr seid sozusagen ein der Inbegriff von Nördlichkeit und so eine Art Freizeitpark, angeführt von Ragnar Lodbrok. Und ihr seid die 54 Mann starke Superarmee. Ja, und dann gibt's Krieg und ihr werdet gerufen und freut euch, dass ihr für euren hohen Lehnsherrn, auch euren Glaubensanführer, kämpfen könnt. Und der vergisst euch. In Oldenburg. Also, hier. Er hier, der Hansel. Ohne Anführer. 21 Leute, 3 Reiter, 10 Bogenschützen, 4 Spießträger und 18 Mann in der leichten Infanterie. Die wurden einfach in Oldenburg vergessen und müssen jetzt da rumsitzen. Und vor allem, sie sterben dabei auch noch. Sie haben nämlich keinen Nachschub mehr. Sie haben seit 210 Tagen keinen Nachschub mehr erhalten und verhungern jetzt in Oldenburg. Da werden sie sich doch freuen. Ich schicke die mal nach Hause kann ich sie nicht schicken. Vielleicht hat er sie deswegen nicht zurückgeschickt, aber ich glaube, das hat er wirklich immer noch vergessen. Weil hier lang ist ja safe. So, wir schicken sie jetzt hin nach Hause und keiner hat was gesehen. Komm, geht weiter. Entschuldigung. Haben Sie ja gemacht. Dankeschön. Nix. Und, was hast du jetzt wieder? Ausschlag? Nein. Oh, ich muss mal wieder auf mein Telefon gucken, das vibriert die ganze Zeit. Ich bin nicht zwischen den Folgen aufs Klo gegangen, um euch zu zeigen, dass mir die Stream-Zuschauer wichtiger sind als die YouTube-Zuschauer. So. Ich will jetzt gucken, was mein Telefon von mir will. 12 Nachrichten? Langweilig. Muss ich was machen? Nö. Achso. Kann ich noch irgendwas erzählen, was wir gerade hier auf dem Bildschirm sehen? Ich versuche gerade übrigens einen Anspruch in Holstein durchzusetzen, damit ich mir dieses rosafarbene Gebiet da unter den Nagel reißen kann. Das grenzt ja an mein rosafarbenes Gebiet, wobei ich ja auch mehr in den Lachs hinein tendiere von den Farben her. Ja. Und die Folge machen wir eine halbe Stunde als Entschädigung, okay? Was ist mit euch los? Das weiß ich nicht. Die wollen Heim ins Reich. Hast du mit denen gespielt? Ja, genau. Die habe ich gerade nach Warenland geschickt, weil unten Plünderer waren. Ja, dann soll die einlaufen. In Seeland schon wieder, was war denn das? Ja, da sind zufälligerweise keine Soldaten. Ich weiß nicht, warum die da nicht sind. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass die 54 Mann da seit 210 Tagen ohne Nachschub sind. Ja, die sind eben noch vom Plündern. Also nee, die sind, als ich Truppen ausgehoben habe ich die vergessen und verloren. Die sind sehr tapfer. Die schaffen das. So, die kommen jetzt zurück. Geht weiter? Mhm. Ach, da muss ich der ganze Laden hier erstmal erholen. Alter, hier sind noch mehr Plünderer. Aber die machen das doch wieder nur bei Christen, oder? Ich plündere doch nicht die Guten. Ich habe mir überlegt, dass ich auch mal wieder Militärtechnologie erforschen könnte. Das ist doch gar nicht doof, oder? Das klingt nicht doof. Ich spreche Ihnen meine Zustimmung aus. Ach so, mein Hofspitzel ist in Konstantinopel. Konstantinopel? So. Konstantinopel ist auch ein schöner Name. Finde ich. Die ernähren sich von Luft und Liebe zum Glauben.
Unterwegs kann man ein bisschen plündern, das gehört bei dem Wikinger zum guten Ton. Ja, das stimmt. Also alle Menschen, die irgendwie mit so, also Stream macht echt wirklich viel Spaß, das ist echt cool. Weil man den Chat hat, auf den man halt. Jetzt kommt noch die Ostsee zum Durchschwimmen. Ja, ja, das ist kein Problem. Alter, wie lange meine Typen leben, ne? Das ist unglaublich. Der andere ist übrigens auch immer noch nicht tot, ne? Der 37-Jährige, ne? Ja, ich will Legalismus, aber das wird demnächst ja auch mal. Kultur stehle ich ja gerade, ne? Soll ich zwei Stufen nach vorne machen? Ja. Oh, warte mal. Die Windungen von Fackelfranz Zunge und die Flunkereien, die er einsetzt, um sich Freunde zu schaffen, machen mich schwindelig. Wie kann ein solch junger Mensch so lügen? Oh, ich will dann lieber, dass er ehrlich wird. 80%, oder? Ja, ist gut. Alter, der ist so eine Maschine. Er ist halt paranoid und ehrlich, das ist eine witzige Mischung. Er sagt Leuten ins Gesicht, dass er ihnen nicht glaubt. Hallo? Okay, das klingt jetzt, also egal wie ich sage, es klingt komisch, wenn ich jetzt sage, hallo der Türke. Aber das ist tatsächlich der Nickname. Suat, bist du's? Nee, Suat, also ein Freund von mir, zeichnet sich bei Rocket League immer als die Katze vom Bosporus. Suat ist aber auch ein bisschen verrückt. Aber das Gute verrückt. Alter Lachs! Die rastet völlig aus, die Gute. Hildegard, das ist auch schon ein guter Name für eine Seherin. Guck mal hier, du. Das ist echt nicht schlecht. Mein Seher beißt sich gerade noch an den Katholiken in England die Zähne aus. Da möchte ich eigentlich, dass die auch den richtigen Glauben annehmen. Ja, die hatten doch schon mal den richtigen Glauben. Dann haben sie sich ja vergessen. Ja. So, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie wir hier weiter. Ach ja, ich wollte mir das hier unter den Nagel reißen. Ich kann auch bald keine Vasallen mehr haben übrigens. Dann... Ja. Dann... Du musst gucken, dass du einen höheren Verwaltungswert mehr hast, weil ich habe alleine 8 Provinzen. Mhm. Kaum hat Vlagun geschrieben, dass wir 21 Zuschauer am Muttertag haben. Ist einer gegangen. Ja, hier. Guck dir die geile Rakete an, ey. Backe Franz von Franzinge. Ja, aber er ist krank. Oh, au! Au! Bitte! Hol dir einen Leibarzt. Hat er an seinem Geburtstag einfach zu hart gesoffen? Oder? Will er mich? Ich wollte es nicht beschwören, ne? Guck mal, der ist jetzt schon geradliniger Anführer. Und brillanter Stratege. Der ist voll das Monster. Und ich wollte eben noch sagen, wenn die so gut sind, passiert immer irgendwas. Aber erstmal ist er nur krank. Ich bin auch gerade krank und noch ist nichts passiert. Dazu müsste ich, woher kriege ich den Leibarzt? Du brauchst jemanden mit über 12. Ja, muss ich dazu nicht erst das Ding bauen in meinem Haus? Ein Apotheker oder sowas, ne? Kann das sein? Weiß nicht. Es gibt einen Medkeller. Mega gut. Also mein Leibarzt hat mich gerade geheilt. Ja, aber wo wohnt er? Bitte? Vielleicht beim Quartier des Kräuterarztes? Der ist nicht. Ach da. Oh, das ist ja günstig. Das dauert 205 Tage. Bis dahin ist Johnny schon tot. Aber das bauen wir trotzdem. Johnny, nicht sterben. Du bist unsere größte Hoffnung. Das wäre eine Tragödie für das Ganze. Oh, hast du eine... Okay, wie formuliere ich das jetzt? Ich wollte tatsächlich gerade das Prinzip sagen... Ob ich eine sagen, gute Frau habe? Also ein Kind, in das er heiraten könnte, meinst du? Ich wollte fragen, ob du eine geile Trulla kennst, aber... ist ja was auf dem Markt, sag ich mal. Also frische Minze ist 6 Jahre alt. Das ist ein bisschen zu jung, ne? Mhm. Naja, also mein typischer Vorgang wäre... Alle durchsuchen, ne? Frauen. Meine Religionsgruppe. Ja. Meine Kultur auch. Ja, aber nee, Kulturgruppe reicht auch. Erwachsen. Ja, jetzt will ich nach Genius suchen. Und verheiratet? Nein.
Okay, nicht vorhanden. Dann würde ich nach Durchschnitt suchen. Das scheint nicht ganz zu funktionieren. Mach nur. Die war überdurchschnittlich. Nee, die ja, ist. Ja, wegen dem Ü klappt das nicht. Darum würde ich nach. Also. Oh, es läuft weiter. Moment, jetzt brauche ich ja machen. Aber man kann ja auch immer, wenn man hier nach Werten guckt, sind ja häufig die sehr guten auch dabei, ne? Ja. Aber die sind alle zu alt. Was du noch machen kannst, ist halt. Könnte Kinder noch mit reinnehmen und nach Genius suchen, ne? Genau, also, oder du suchst nach Kindern, also mach auf Erwachsenen Nein und sortier dann nach Alter. Und zwar genauso rum. Da kannst du halt gucken, was da so. Die ist mit 15 schon lüstern und krank und bescheiden? Die ist aus meiner Dynastie. Wie hat sie das gemacht? Weiß ich nicht. Scroll mal ein bisschen runter. Die ist bucklig. Da ist die pfiffige Franzi. Ah. Aber die ist auch mit dem Verwandt. Aber mit ihm auch? Sie ist seine Enkelin. Das ist seine. Weiß ich nicht genau. Seine Cousine sein. Das ist doch nicht schlimm, oder? Ersten Grad ist nicht ganz so schön. Nächster Versuch ist, du machst auf Erwachsenen ja und drehst die Altersgeschichte um. Immer noch. Weil die sind jetzt ja auch 4 Jahre jünger. Du musst auch 4 Jahre warten, bis die heiraten können. So. Die können jetzt auch alle direkt heiraten. Alle Mist. Das stimmt. Aber eine mit einem hohen Verwaltungswert wäre natürlich auch nicht schlecht. Mhm. Geh nochmal auf alle. 42. Refresh mal einfach ganz oben. Einfach nur auf alle gehen. Genau, weil manchmal ist das ein bisschen. Okay. Dann ist alles dabei. Ich wollte einfach noch nach Genius suchen. Hä, frische. Jetzt findet er nur frische Minze? Weil du auf Erwachsenen Nein hast. Warum? Ist meine schon erwachsen? Wer? Die ich eben gefunden habe? Du hast gerade keinen Genius gefunden. Meine eigene Tante? Was? Die war doch ein Genie, oder nicht? Die ist doch verheiratet. Nee, die Enkelin. Hä? Die, wo du meintest, dass die. Dass sie zu nah ist, die war kein Genius. Was denn? Irgendwas? Die war. Ich meine, die war Genius. Hä? Die pfiffige Franzi war das. Ach ja, die war überdurchschnittlich. Achso, okay. Ach, überdurchschnittlich, okay. Die ist 13, das sind 3 Jahre, das kannst du machen. Ja, aber du sagst ja, das geht nicht, weil die zu sehr verwandt sind. Ja, also vielleicht hast du dann mal ein paar Kinder, die vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Aber sie hat aber auch einen scheiß Verwaltungswert. Ja. Ich kann ja Konkubinen nehmen. Ja. Nee, ich sollte lieber eine nehmen, die einen hohen Verwaltungswert hat. Ja. Den Rest machen die Konkubinen. Genau. Das ist immer sehr unangenehm, auch für euch wahrscheinlich im Chat, oder? Ich finde, dieser Menschenhandel ist immer. Die ist zu alt. Oh, in. Höfling in Warierer Garde? Krass. Ja, okay. Die ist so ein bisschen so Marketenderin. Astra ist okay, aber die mag ich nicht. Die ist altnordisch. War nicht schlimm. Ja. Gucken wir mal. Hackel Franz und Steckrüben Steffi. Das ist auch ein Mann. Typ. Nein? Willst du mich verarschen? Die will den nicht heiraten? Was nein, ist nicht Problem? Sie. Ihr, der Vater. Von ja, Oh ja, der mag mich nicht so gerne. Ich kann auch eine Konkubine freimachen, wenn du möchtest. Wie alt sind die denn? Auch unangenehmer Satz, ne? Irgendeine, oh. Ich brauche ja einen hohen, also ich hätte gerne einen hohen Verwaltungswert. Okay. Nee, habe ich nicht. Sorry. Guck mal, ob es hier noch was gibt. Ach, das weiß man bei denen ja nicht, ne? Was da rauskommt. Wir müssen mal gucken, wie sie ausgebildet werden, ne? Ja. Ach, das ist doch alles Mist. Kannst du wieder scheiden lassen? Das ist im Nordischen, glaube ich, nicht so schlimm, sich scheiden zu lassen. Nehme ich Skuld. Aber die ist aber auch nur ein Hoch. 47? Achso, oh, ich habe mich aufs Alter gekriegt. Ach, die wäre 5. Hm. Was auch bei einem Sohn von dir als König wichtig ist, der sollte, also, du musst eigentlich adlig heiraten. Weil sonst hast du bei, wenn du jetzt normal heiratest, also irgendeine niedere Frau, hast du minus 400 Prestige dafür. Das ist Gurli. Was hast du jetzt angemacht? Achso, das ist Rang. Nee, das ist ja.
Rangsortieren sortiert ihr nun, ob du jetzt Herrscher hast oder nicht. Du musst großes Haus anmachen. Oh. Also auf Ja gehen. Damit die halt einen Namen haben. Mit Asta wollte nicht, ne? Asta wollte nicht. Müsste ich Astas Vater dann schicken. Was schickst du gerade? Ist ihm? Angrimir. Okay. Du bist 36, ja. Aber ich glaube, der ist halt vom falschen Glauben. Wenn er vom falschen Glauben ist, dann ist sein Malus halt... Achso, das geht ja. Sollte gehen, ne? Ja. Muss ich ihm noch eine... Oh. Das ist Crusader Kings übrigens, wie ich meinte. Es könnte eine Erzählrunde im Startbildschirm sein. Aber nicht das, was wir gerade machen, sondern es geht um irgendwas anderes. Es geht um, wer alles zusammen spielen sollte. So, jetzt wehe, das klappt jetzt nicht. Rast dich ab. So, easy. Kostet mich trotzdem 100 Prestige. Nee, Fackelfanz krieg ich, aber okay. Ja, ist gut, geht nicht anders. Und 100 ist ja noch okay, oder? Ja. So, ich... Ja, die Folge wollte ich ein bisschen länger machen. Wie lang ist denn die Folge jetzt gerade? Wir haben eben die 20 überschritten. Ah, okay. Ich wollte gerade mal den Chat eigentlich nachlesen, aber... Ja, der unverheiratete Erbe wird ja gerade... Wird hier gerade... Er ist nicht mehr krank! Er ist nicht mehr krank. Er ist deswegen mega skurriles. So. Ja. Speicher mal, wir sind nicht mehr synchron. Okay. Ja, ich bin gerade aus dem Spiel. Ich wollte gerade den Chat nachhalten, aber. Ja, auf Pause gedrückt und die Uhr läuft weiter. Bei uns beiden Pause. Ja, aber bei mir ist meine Pause und bei dir ist deine Pause. Und die Uhr läuft weiter. Okay. Was nicht? Jetzt hast du weitergemacht. Jetzt habe ich Pause gemacht. Okay, dann speichern wir mal. Es passieren Dinge in der Pause. Das sollte nicht sein. Lass mal rausgehen, wieder reingehen. Okay, dann beenden wir jetzt auch die YouTube-Folge. Liebe Menschen, bis gleich, ne?